Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76 mit Nuka-Cola Quantum. So viel Zeit muss sein, ich werde jetzt einmal ganz kurz den Scheiß hier durchstrisseln, wenn ich es denn finde. Nuka-Cola, da, wir haben euch. Nuka-Cola Wild habe ich in meinem Leben noch nicht gehört und Grape auch nicht. Ah, ich habe jetzt Orange, ach scheiße, ich habe Orange durchgestrichen, ich muss da einen Pfeil machen, damit ich das nicht vergesse. So. Wir haben in der letzten Folge begonnen, das Kraftwerk Monogar neu zu starten. Wir sind auch fast fertig. Uns fehlt jetzt nicht mehr viel. Und wir haben draußen einen Kollegen, der das Ganze gerade mitmacht, hoffe ich. Ist er noch da? Ja. Guck, der hat Spaß mit seinem Level 231. Kranker Typ. Von daher wird er wahrscheinlich auch klarkommen. Für Schluss für kleines Gefäß. Ne, das brauche ich nicht. So, wir nutzen einfach mal die Zeit und schauen uns hier um. Ein Fahrstuhl, der nicht funktioniert wahrscheinlich, ne? Oh. Huch. Ich glaube, ich habe was kaputt gemacht. Ich will da auch. Achso. Ich wollte schon sagen, hä, was ist passiert? Ah, ich komme da nicht hoch. Ich kann leider nicht hoch genug springen. Und was ist hier? Oh. Oh, ein Bad mit Licht. Also. Sehr schön. Was war gerade? Achso, das war meins. Hm. Achso, der muss doch diese beiden reparieren. Ah, der kriegt das schon hin. Wir warten einfach drauf, dass es passiert. Immerhin haben wir zwei Sachen gemacht. Da kann der Dude mit seinen 261 ruhig mal eine Sache machen. So sehe ich das. Ah, das werde ich direkt mal nutzen. Sturmgewehr, automatisches Gewehr und Kleidung haben wir keine. Sehr schön. Na, hier ist auch nur noch der Ausgang. Was haben wir denn da oben? Ich würde auf jeden Fall sehr gerne noch die andere Etage durchsuchen. Ich habe ein Déjà-vu. War ich hier schon? Glaube schon. Ja, ich war hier definitiv. So. Hier ging es doch zur Treppe, oder? Guck mal, der tut immer noch so, als wäre er kaputt. Die kleine Potsau. Hat da jemand gerade geschossen? Achso, da, guck mal. Kollege. Alle Systeme grün. Auf Neustart warten. Ich gehe mal hier raus, bevor es hier ein bisschen schmutzig wird. So, jetzt müssen wir nur noch das Kraftwerk starten, ja? Bist du das, Kollege? 200 irgendwas? Nö, der ist immer noch da hinten. Hier ist jemand anderes noch. Ah, der prügelt sich gerade mit den Bots. Reparier das Kühlsystem, Kühlsystem. Hä? Ja, wo starte ich den Schüssel neu? Oh, ja. Ich warte noch, bis er das Optionale fertig macht. Huch. Okay. Ich habe nicht mehr viel Leben. Stirb bitte. Ich will den Legendären haben. Ach, die können da durchschießen. Oh, das erklärt natürlich einiges. Bist du der Legendäre? Nein. Wo ist der scheiß Legendäre? Ich muss ihn mindestens einmal anschießen. Nein! Hab ihn angeschossen. Ich fühle mich gut. Jetzt muss ich nur seine Leiche bergen, falls jemand anderes ihn tötet. Aber ich will ihn töten.
jetzt verwandelt er sich. Kleine Potsau. Ah, shit. Weg mit dir. Wie lange er braucht, um zu sterben? Was ist da los? Wieso könnt ihr überhaupt da durchschießen? Geh doch nicht weg, Junge! Okay. Jetzt muss ich da noch irgendwie hinkommen. Wo kommt ihr überhaupt alle her? Ich hab hier doch alles schon geklärt. Oh, lose Schrauben. Du musst zu dem Legendären rein. Und du verzieh dich, Junge. Du musst da wieder rein. Oh, verdammt. Verzieh dich! Hey, ist mir egal, ob ich verdurste. Hey, lass mich hier raus. Ich will die Leiche bergen. WTF. Ja, ist gut. Geh auf, geh auf, geh auf. So. Der ist hier irgendwo gestorben, ne? Scheiße, ich sehe ihn nicht. Ach, oder da oben. Oder bist du das? Ja, ein Fat Man. Das ist gar nicht so schlecht. Oh. Not bad, muss ich sagen. Okay, jetzt können wir reingehen. Wir müssen nämlich einen Fatman modifizieren und... Oh, chill mal. Tür, bitte. Komm, Shiva, komm. Komm hier. Na komm. Ich habe gerade mit meiner Katze gesprochen. Wie kannst du es wagen, das zu unterbrechen? Okay. Ich sehe mein Lebensbalken nicht, Shiva. Hilfe! Bin ich tot? Oh. Sag mal. Hört das auch irgendwann auf? Du gehst mal schön hier weg. So, Aufnahme ist noch da. Okay, alles klar. Sound ist auch noch da, ja? Jetzt dreh doch mal nicht durch. Was ist los? Ah. Oh Gott. Ich muss noch mal ganz kurz. Einstellung, Audio. Okay. Ist alles in Ordnung. Die können mich nicht hören. Das war mir wichtig. So, du verteidigst und ich starte Modoga neu. So sieht's aus. Oh. Hallo? Okay, Kraftwerk wieder hochfahren. Wieso habe ich jetzt keinen Fortschritt bekommen? Wieso habe ich keinen Fortschritt bekommen? WTF Challenges Welt Atomphysik, ne? Alte nukleares Müll. Achso, das kennen wir schon. Besuche das Kraftwerk, hä? Was ist was anderes? Elektro? Oh, Junge! Gott, geht mir doch nicht auf den Keks. Wir müssen irgendwo in Sicherheit sein. Lass uns hier in der Ecke verstecken. So. Gefahr. Oh, gebackene Bleefliege. Das wird dein Ernst, dass du extra herkommst.
Wir sind sowieso halt tot. So. In Ruhe und Frieden. Gucken wir uns jetzt mal die Challenges an. Ich schwöre mit euch. Da war, starte ein Kraftwerk neu. Stell in einem Kraftwerk die Energie wieder her. WTF. Hab ich doch gemacht. Hab ich doch gemacht. Tschüss, oh. Gesaudi. Verprügeln wir ihn noch schnell. Er ist eigentlich gar nicht mehr hier, aber man kann ihn noch abschießen. Er ist noch im Weg. Das ist ja seltsam. Na gut. Lass uns rausgehen. Das Spiel hat uns verarscht. Okay, Leute, erklärt's mir. What the fuck habe ich falsch gemacht? Ich habe die Energie wiederhergestellt im Monoka. Punkt. Was wollen die noch von mir? Wollt ihr meinen Schlüssel? Hier. Yeah. Wollt ihr mein Final Fantasy 7 Schwert? Hier. Yeah. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Ich habe mir so Final Fantasy 7 Set bestellt. Und damit weiß ich noch nicht, was ich machen soll. Ich glaube, das ist einfach nur ein Brieföffner. Kann gut sein. Ja gut. Danke, Monoga, für nix. Na, guck mal, das ist ein Ausguck. Gehen wir doch mal zum Ausguck. Wenn wir schon mal hier in der Nähe sind. Oh Gott, Shiva jagt irgendwas. Gleich wird's Krach geben. So. Wir haben mal wieder alle unsere Munition verballert. Das ging schnell. Was ist denn hier mit den Legendären nicht in Ordnung? Wieso sind das so viele? In zwei Folgen haben wir jetzt einfach mal vier Legendäre platt gemacht. Vier! Sturmgewehr des Jägers. Naja, gut. 30% Schaden in Tiere. Eine fliegende Dose. Dinnergabel. Mülleimer mit Bärenschutz. Ah, es sind doch diese obdachlosen Eimer, oder? Die in Hamburg aufgestellt worden sind. Ach, das ist gegen Bären und nicht gegen Obdachlose. Ach so, ich dachte schon, die Stadt wäre obdachlosenfeindlich. Ah, jetzt klärt sich einiges auf. Ich muss sagen, das war ja schon ziemlich ereignisreich, die letzten zwei Folgen, ne? Wir mit dem Alien, vier Legendäre. Not bad. Hä, wo ist der Ausguck? Ach. Ah, da hinten. Oh Gott, das kennen wir alles gar nicht. Stimmt, da waren wir noch nie. Umschwärmt. Ah, müsste ich eigentlich machen. Oh Gott. Event-Bot-Parade. Gnadenloser irgendwas. Der Bote. Eine Nacht voller Gewalt müssen wir noch machen. Wenn wir die sehen, nicht vergessen. Ich muss machen. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Gibt ja einfach so viel, was ich noch machen muss. Vor allem das Untersuchen. Ich glaube, ich ziehe es vor, den ganzen Kram erstmal hier zu untersuchen. Ich glaube, das ist wichtiger, nicht, dass ich das noch verpasse. So, gebackene Bleefliege. Komm hier, mein Kleiner. Und dann werfen wir noch ein bisschen Dreck weg hier. So. Und dann gehen wir zuerst zum Ausguck. Da haben wir ja noch eine Werkstatt, die wir auch dann direkt wahrscheinlich auch nutzen können. Das ist eine gute Idee. Ja, wenn wir da Eisen finden, wäre das natürlich noch besser. Was ist das da hinten so auffällig? Ein Seltsam. Was bist du? Ein Busch. Ein verdammt heller Busch. Okay, der Ausguck ist hier wahrscheinlich näher dran als das da, ne? Dann gehen wir zuerst zum Ausguck. Bist du legendär? Oh. Wäre zu schön gewesen. Haben sie die Sniper gebufft? Weil sie kommen irgendwie so vor. Die wirkt irgendwie jetzt stärker als früher. Also allgemein die Sniper-Dinger, ne? Vorher war das ja immer lächerlich.
Aber jetzt zeckt das langsam. So. Wo ist der Ausguck hier? Ist das die Werkstatt? Offensichtlich. Eine wilde Karotte kommt zu mir. Hä, Schlambole? Wilde Karotte. Nice, die müssen wir auf jeden Fall so schnell wie möglich zu Hause einpflanzen, bevor sie vergammelt. Ah, ich liebe es, Toiletten zu besuchen. Was haben wir denn hier? Ein Brettspiel, nice. Und? Schon wieder diese mysteriöse Taste. Da freut sich keiner über meine Rezepte. Genau, sei blöd. Oh. War hier noch irgendwas in der Nähe? Oh nein, okay. Oh. Ja, ich muss übrigens noch eine Kackbratze mit dem Injektor töten. Toll, ne? Ich habe mich gefreut, dass ich es hinter mir hatte, aber dann... dachte sich das Spiel, hahaha, ich gebe dir einfach nochmal die gleiche Aufgabe. Bund der Vogelkundler und Vogelliebhaber von Appalachia, Schornsteinsegler, Keilschwanz, ach weißt du was, wen interessiert die Scheiße? Verdammt! Das Karma, es ist da! Mich interessieren die Vögelchen, süße kleine Vögelchen. Aber lass mich in Ruhe. Ich habe gar nichts, um mich zu wehren. Ich habe nur meine Sniper. Ja, ich höre schon die Verbrannten. Ah. Ich bin echt kurz davor, meinen Laser wieder mitzunehmen. Einfach nur, weil ich da ein bisschen mehr Munition habe. Oh nein, da kommt... oh, die Brandbestie ist hier. Spielverderber. Du kleiner Spielverderber. Ich will den gar nicht anschießen. Ich will nicht, dass er weiß, dass ich hier bin. Ich will mich einfach jetzt nur wegschleichen. Ganz langsam. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Brandbestie, aber ich will nichts davon wissen. Stattdessen gehen wir mal hier hin. Oh, Grubenhauer, sehr schön. Ah, nein, kommst du jetzt nicht her, oder? Oh, ich dachte schon. Ja, du wirst auf jeden Fall eine Brandbestie mit dem Raketenwerfer treffen können, Dude. Sei nicht dumm. Lisanne ist die Brandbestie, sie ist schuld. Sie tötet euch gerade. Aber wenn hier keine Gegner ist, auf die die Brandbestie gehen kann, wird sie eventuell gar nicht erst herkommen, oder? Oder? So, hast du Grubenhauerzeug für mich? Nö, aber ich muss den Raketenwerfer mitnehmen. Bergwerk-Monogar. Mhm. So, so, so. Wie kurze nehmen wir auch noch mit. Grubenhauer-Handschuh. Nein, so. Okay. Ich mach extra laut. So. Grubenhauer-Handschuh. Wo haben wir den denn? Grubenhauer-Lampe. Grubenlampe. Ist das vielleicht ein und dasselbe? Ich lasse das mal hier erstmal stehen. Ja, du hast gerade einen Handschuh eingesammelt, ne? Filter. Schrott. Okay, brauchen wir alles nicht. Ah, ich finde es schön, dass sie wieder abgehauen ist.
Bleib mal da, wo der Pfeffer wächst, Junge. Du wirst hier nicht gebraucht. So, was kriegt man denn hier so Schönes? Bergwerk Monoga. Ja, keine Info oder so? Was man hier bekommt? Es ist einfach nur ein billiges Bergwerk. Achso, das ist... Oh Gott. Ich wurde verarscht. Erfordert... Okay, wir müssen den so... Nee, das... Den hier müssen wir machen. Hacker. So. Aufsehernotizen. Hornwright Industrial. Nach dem Okay vom Boss persönlich haben wir dem Bergwerk Monaga Stellung bezogen. Die Abbaubots sollten morgen eintreffen. Ich lasse mein Team daher Reparaturstationen und Vorratslager einrichten, damit die Dinger im Zweifelsfall bald weiterbrummen. Unser Ziel ist Kohle und die soll es auch da unten angeblich in rauen Mengen geben. Wir dürften hier einige Jahre lang beschäftigt sein. Ich werde mir daher eine Wohnung im Stadtgebiet von Monaga suchen. 18.04.75. Offenbar gab es hier 1907 irgendeine Katastrophe. Im Bergwerk ging wohl eine Explosion hoch und hat 367 Leute in den Tod gerissen. Der Schaden an den noch bestehenden Schächten ist schwer einzuschätzen. Wir lassen sie daher von den Abbaubots inspizieren und auf kritische Stellen untersuchen. Sollte nicht länger als einen Monat dauern, bis dann die richtige Arbeit im Bergwerk losgeht. War Monaga jetzt stillgelegt oder was? Ist aber ein bisschen riskant. Wir haben vor knapp 2 Monaten im Bergwerk Monaga zu graben angefangen und die Kohle fließt wie Wasser. Die Abbaubots wurden dafür konzipiert, hochverdichtetes Erz zu extrahieren. Diese Kohlenvorkommen sind also ein Kinderspiel. Hornwright scheint mit dem Eintrag zufrieden zu sein. Ich habe sogar einen Bonus erhalten, weil ich den Betrieb so schnell zum Laufen gebracht habe. Kann mich gerade nicht beklagen. Nach Abschluss des geologischen Gutachtens mussten wir erkennen, dass die Kohlenvorkommen im Bergwerk Monaga innerhalb eines Monats erschöpft sein werden. Ich habe die ursprünglichen Gutachten angefordert, die vor einem Jahr erstellt wurden, und war überrascht, dass die Kapazität bereits bekannt war. Dieses Gebiet war offensichtlich nie auf langfristige Kohlenförderung angelegt. Nachdem ich den CEO davon informiert hatte, erhielt ich die Anweisung, alle Abbaubots unverzüglich abzuschalten, sobald das letzte bisschen Kohle extrahiert wurde. Klingt, als ob die Stadt Monaga demnächst keine Förderabgaben mehr abkassieren kann. Frohe Weihnachten, sag ich da. Heute holen wir zum letzten Mal Kohle aus dem Bergwerk Monaga. Ich habe die meisten Abbaubots einpacken lassen und die Zusatzausrüstung ist bereits auf dem Rückweg in unser Lager. Ein paar Stadtbewohner beobachten uns vom Rand des Geländes, aber sie haben uns bisher keine Probleme gemacht. Vielleicht lässt sich Hornwright ja auf irgendeine Entschädigungszahlung ein, nachdem wir ihr Bergwerk komplett ausgeräumt haben. Aber irgendwie bezweifle ich es. Naja, nicht mein Problem. Auf zum nächsten Projekt. Okay, Hornwright gleich Arschloch. Ich verstehe. Heißt, stehen da zwei Bewohner von der Stadt da mit Tränen in den Augen, dass sie keine Arbeit mehr haben und gar nichts mehr machen können hier. Und dann, ja, ist uns egal. Unverschlossen, achso. Habe ich schon geknackt. Gar nicht gemerkt. Tresornotiz. Die Gartenzwerge haben den Schlüssel. Wieso steht das da? Wer zum Teufel gibt Einbrechern noch eine Notiz, wo sie hin müssen? Clowns-Outfit, ich nehme einfach mal alle Outfits mal mit hier. Ich sehe nicht mal Gartenzwerge. Auf dem Dach ist auch nichts. Was für Gartenzwerge? Ich glaube, dem geht's nicht mehr so frisch. Gartengift. Ja. Yeah. Da ist noch das Wasser. Wo sind denn bitte sehr deine Gartenzwerge, Junge? Ja, schauen wir uns hier um. Dann ist die Folge vorbei. Und dann werden wir morgen aber wirklich dringend mal nach Eisen suchen. Ist sie schon verdammt wichtig für uns. Ich sehe hier nicht mal Gartenzwerge.
Ja, die haben es jetzt nicht wirklich geschafft, noch abzubauen, ne? Aber das war doch 76. Die hatten doch locker ein halbes Jahr Zeit. Wenn nicht sogar noch länger. Das ist ja seltsam. Dass sie es innerhalb dieser Zeit nicht geschafft haben, alle Abbaubots zu holen. Ein Monokaus eingestürzt. Geil. Ich sehe hier keine Gartenzwerge. Oh, gucke mal. Okay, ist zu. Ist das diese Siedlung, von der er gesprochen hat? Die haben auf jeden Fall relativ früh dicht gemacht. Ich denke nicht, dass hier irgendein Haus betretbar ist. Das soll wahrscheinlich symbolisieren, wie krass drupp die waren. Dass die einfach mal das Bergwerk leergeräumt haben und dann sich verpisst haben. Ich nehme an, hier sind irgendwo Gartenzwerge, aber wir haben es ja schon geregelt, also. Wir machen uns da jetzt gar keinen Stress. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, dass wir uns ein bisschen was organisieren an Metallen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.